Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Spiel hier aus der Dota 2 League Western Challenge zwischen Alliance und Fnatic. Und ja, diesmal habe ich mich nicht versprochen, habe beide Teams richtig benannt. Und ja, Fnatic hat zur Überraschung vieler, wie ich so dem Chat entnehmen kann, die erste Runde gewonnen hier gegen Alliance. Und das, ja, ist auch für mich ein bisschen überraschend gewesen, weil gegen Empire sah es vorhin gar nicht so gut aus. Jetzt aber aufgedreht, jetzt ging es los. Und ja, jetzt gibt es erstmal den Naga-Ban gegen Hani. Da. Also nicht nur gegen Hani, aber der hat letztes Spiel auf jeden Fall eine verdammt gefährliche und starke Naga gespielt, muss man sagen. Okay, Auf. bevor meine Co-Caster hier nicht redet, ich habe Aki hier. Ja. Ich bin ausnahmsweise hier, nee, Scherz beiseite. Eine Naga musste natürlich gebannt werden. Weil ich glaube, wenn man nochmal so eine da durchgehen lässt, das war ja schon mal nicht mehr feierlich für die Supporter eben, ne? Naja, also vor allem Arke, der da Level 15 alleine von der Naga-Illusion mit Radiance verdroschen wurde, der hatte da, weiß nicht, Albträume von der Naga jetzt ja heute Abend. War auf jeden Fall nicht gut. Und jetzt zur Alliance mit einem interessanten Ban. Es ist der Invoker draußen und das würde Fnatic die Möglichkeit geben, den Wisp zu holen. Wobei, Alliance hat den First Pick. Das heißt, wollen die vielleicht sich da, lassen die den Wisp durchgehen und ja, Fnatic denkt sich, Wisp, Wisp, Wisp und dann holt ihn sich vielleicht Alliance. Hältst du das hier für möglich? Also es könnte sehr gut sein. Die Frage ist halt wirklich, ob Alliance wirklich einen besseren Wisp spielen kann als Fnatic. Also so die Kombination. Oder aber sie sagen, na gut, jetzt haben wir vorhin Wisp gebannt, dann haben sie uns einen Naga gegeben. Also so safe sind wir auch nicht. Dann lieber zeigen, wo sie uns ganken wollen auf der Map. Also ich könnte es mir gut vorstellen. Vor allem, ja, und da ist es, wie ich sagte, Fnatic hat lange überlegt und der Wisp geht raus. Also Fly will es hier nicht riskieren. Vor allem, weil ja Alliance gestern 3 von 4 Matches wirklich den Wisp ausgepackt hat. Oder 3 aus 5 Matches waren es. Haben sie ja wirklich den Wisp ausgepackt. Und der hat ganz gut funktioniert. Und ja, da dachte sich Fnatic schon, hey, Moment mal, Alliance lässt uns den Wisp, da kann irgendwas nicht stimmen. Ja, und du siehst auch an der Zeit, jetzt sind sie am Überlegen. Also anscheinend war das wirklich richtig. Ja, ich bin mir sicher, wäre der Wisp nicht gekommen, dann wäre er wie aus der Pistole geschossen. Alliance mit dem Wisp. Jetzt erholen sie sich aber den Bad Rider. Also nochmal, naja, diesmal der Bad Rider auf der Seite von Alliance und nicht auf der Seite von Fnatic. Und ja, was holt sich jetzt noch Fnatic? Also sowohl die Naga als auch der Wisp sind draußen. Gut, sie haben natürlich noch ein paar andere starke Heroes und Kombinationen. Vielleicht wieder sowas Mirana-Bane-Earthshaker-mäßiges. Wobei, das ist auch eher sowas, das kannst du. Ich finde, solche Sachen kannst du einfach nur ein- oder zweimal bringen gegen den Gegner und dann ist er da erstmal für ein paar Games drauf vorbereitet. Erinner dich, Fnatic hat auch schon Lion als Carry gespielt. Also notfalls machen sie alles, ja, aber jetzt kommt erstmal ein Ember, ist klar. Ja, also der, ja, das ist es halt, du kannst nicht immer alles bannen. Also Ember Spirit ist durch den Pool gekommen, den holt sich jetzt auf Fnatic hier auch gleich und ja, Hani spielt den starken Ember, wobei vorhin gegen Empire hatte er ja das Problem, dass Ember Spirit sehr schnell downgeschottet war. Du hast Empire gegen Fnatic gar nicht gesehen, oder? Entnehme ich jetzt Nee. deinem Schweigen. Ja, auf jeden Fall, da hat Fnatic Hani auf die Easy Lane mit dem Ember Spirit geschickt. Stand gegen eine aggressive Trillion, hat die nur ersten 9 Minuten original 2 Last Hits gehabt. Also da ist es Empire gut gelungen, Hani auf den Ember Spirit down zu shotten. Und ich muss sagen, persönlich, ich finde Ember Spirit, wenn er nicht ins Game kommt, dann kommt er auch nicht mehr rein. Ja, dann ist er erstmal nutzlos, finde ich, eine lange, lange Zeit im Spiel. Ja, aber das ist ja genau das, was du beim Ember machen musst. Entweder wirklich low halten oder so viele Stunts und so weiter picken ohne Ende oder Hex oder was weiß ich was, um ihn wirklich daran zu hindern. Oder halt einen Silencer, damit er nichts casten kann. Ja, das stimmt. Doom wäre ja jetzt ja noch im Pool, aber Alliance hat sich erstmal für den Rubick entschieden. Chen wird auch gebannt und vielleicht sogar noch, ja, Puck oder Doombänder noch von Fnatic. Ich glaube, zwei Teams kennen sich auch mittlerweile schon relativ gut.
Ja, Die auf der wissen ganz anderen genau, was Seite, sie machen ja, müssen. vor allem der Roughshaker gebannt jetzt auch. Also, das ist ja sehr interessanter Pick. Haben hier vielleicht doch damit gerechnet, dass Fnatic zum zweiten Mal den Earthshaker auspackt. Sorry, musste mir gerade was zertreten. Und ja, Doom wäre jetzt eine Möglichkeit für Fnatic zu bannen. Oder siehst du noch irgendwas, was meinst du vielleicht wirklich wieder ein Puck-Ban oder irgendwas gegen es vor Es ist jetzt? schwierig. Wenn sie einen Ember stark haben wollen, müssen sie natürlich sowas wie Silencer oder einen Doom bannen. Haben aber dann natürlich, ich sag mal, noch total viele Strange Heroes, oder die viel machen, die dann einfach die überrennen könnten. Also, sie dürfen jetzt auch nicht, ich sag mal, zu flexible Heroes oder sonst was lassen. Oder sogar wieder eine Luna, die ja gerne von Alliance gespielt wird. Die könnte durchdrücken. Da kann Ember auch nicht so viel gegen tun. Ist halt jetzt die Frage, wirklich ein Carry wie eine Luna zu bannen, ein Silencer zu bannen, ein Doom zu bannen, könnte alles schwierig gegen Fnatic werden. Ja, und sie überlegen sich hier wirklich lange, was gebannt wird. Also sind sie da selber, wie du schon sagst, du hast gerade sehr viele Möglichkeiten aufgezählt, die Fnatic natürlich hat und sie sollten sie natürlich auch alle in Betracht ziehen. Also könnte alles, was du hier aufgezählt hast, gefährlich werden und Fnatic, du siehst, die sind sich hier nicht so ganz einig, was soll raus. Genauso wie bei dem Wisp, überlegen lange und es wird der AA und dafür jetzt hat blitzartig der Nyx gepickt. Also, okay. Silence, Puck oder Doom sind zum Beispiel noch drin, genauso wie Push Hero von Alliance, also eine Luna ist genauso noch da. Ja, Dass er und nix picken, ist kein Wunder. nee, der hat ja, da hatten wir ja vorhin das entgegengesetzte Spiel. Und ja, von Alliance kommt dafür jetzt die Quittung, die sichern sich jetzt hier den Doom. Gut, die wussten natürlich, also Doom oder Puck oder so, wird es durchs Draft schaffen. Also wären da nicht komplett downgeschottet an Silence Heroes, haben sie, wollten da wirklich zuerst den Rubick haben. Aber der finde ich bisher gut. Boah, hat da schon einiges an Spells da, aber das hat ein Rubick halt immer. Ich weiß nicht, Rubick und Doom sind so Helden, die kannst du eigentlich immer spielen. Gibt es selten, dass die nutzlos sind, sag ich mal. Also irgendwas findet ein Rubick immer zum Klauen, was impacthaft ist. Genauso wie irgendein Hero ist, also jeder Hero auf Doom ist natürlich gedoomt. Das wäre so ein gutes Dota-Quiz. Welcher Dota-Hero ist am kriminellsten? Dann wäre es Rubick, weil er klaut alles, was er in die Finger kriegt. Das war ein richtiger Schenkelklopfer, Aki. Ja, das ist gemein, ein Disruptor. Ich freue mich. Ich freue mich so. Weil ein Disruptor wäre auch richtig heftig, wenn der auf Aki gespielt worden wäre. Und so haben sie einen guten Supporter von Aki auch nochmal weggetan, der hier relativ viel Einfluss gehabt hätte. Ja, das auf jeden Fall. Dann wären da zwei Silence auf der Seite von Alliance gehabt gewesen. Jetzt aber Fnatic. Gut, es fehlt ihnen so. Sie haben den Nyx dann, ja, so wirkliche Stunts haben sie eigentlich nur den Nyx. Sie haben dann noch den Poison Touch. Sie haben Chains zum Festhalten. Ja, der Nyx Aber ist gegen den Batrider da, ja gut, ne, um mir den fällt wirklich gerade auf. wegzupicken. Eigentlich ist Fnatic da, wenn sie es gut einsetzen, haben sie doch relativ viele Disables oder was ist Disables? Zumindest Spells, um Fnatic da festzuhalten und am Laufen zu hindern. Ein Und Jakiro, wie toll, endlich mal wieder. Endlich Es mal ist, glaube ich, wieder. so ein sehr beliebter, aber auch ein sehr verhasster Supporter, glaube ich. Weil der Icepass ist so enorm schwierig zu treffen. Also, bis der den wirklich rausbekommt, das ist einfach unmöglich. Gut, das Passiv ist ja, also was heißt Passiv, aber das Liquid Fire wurde etwas verbessert, dass jetzt sogar die Range erhöht wird bei den Angriffen. Also, ein bisschen stärker gemacht wurde er ja, während halt das Dual Breath, ich sag mal, relativ genervt wurde. Was ich an Du ihm immer findest schön. das, was es am Dual Breath gab, wirklich ein Nerf? Also vom Schaden her ist es ja gleich geblieben. Es tickt Aber jetzt. vom Schaden ja, aber wenn du im Puck bist, kannst du dir die erste, den Brandschaden zum Beispiel, erlauben. Also die erste Tag. Und die zweite, die Verlangsamung, kommt erst bei der zweiten. Das bedeutet, ein bisschen brennen ist kein Problem. Aber wenn du dann zum Beispiel mit dem Puck oder sonst was dann einfach mal kurz das avoidest, sag ich mal, dann hast du diese Verlangsamung nicht. Ja, diese Und das ist ja gerade beim Verlangsamung. Jakiro so gut. Das war doch schon immer so. Also das Dual Breath ist Am das immer Anfang ging schon. das relativ am Anfang direkt durch. Nee, am Anfang waren es auch schon diese rote und blaue Wave. Ja, ich glaube, das hat am Anfang direkt zählt. Nee. Na gut, wie auch immer. Aber ich finde ihn zum Base-Defenden geil mit seinem Ulti.
Ja, das ist auf jeden Fall. Gut, Icepath ist so eine Sache, du musst halt sehr, weiß nicht, Icepath finde ich immer so ein bisschen den Sunstrike der Supporter. Also weiß nicht, du musst halt gut Movement predicten. Also ihn geradeaus da aufs Ziel hauen. Und Fnatic holt sich hier, Gott, was braucht man einen Wisp? Wir wollen Tiny und da ist er auch. Nein, also ich finde, Icepath ist halt so, du musst da echt gut seine Movement predicten. Also wo wird der Gegner in einer Sekunde, sag ich mal, sein, wenn die Animation und der Path draußen sind? Ja, das ist echt schwierig, aber du kannst viele treffen. Und dann ist es wirklich auch ein gemeiner Stun. Ja, aber er ist jetzt so, ich finde ihn so ähnlich halt wie Earthshaker. Weiß nicht, wenn du ein Icepath vor dir siehst, dann bleibst du halt einfach stehen. Du rennst vielleicht nicht rein unbedingt. Aber ja, mit Jekiro kannst du trotzdem da den Gegner auch, wenn du nicht triffst, dazu zwingen, seine Laufrichtung zu ändern. Und das ist auch nicht zu verachten. Aber durch das Liquid Fire, was jetzt die arge Verlangsamung hat, kannst du den Eispass noch ein bisschen besser setzen. Also damit geht's ein bisschen einfacher. Er muss halt nur erstmal treffen, aber trotzdem, Jekiro, ich finde ihn super. Er ist halt auch ein relativ tankiger Supporter, also wenn nicht sogar einer der tankigste. Mir fällt da gerade keiner an. Jekiro hat relativ früh schon relativ viel Leben. Und jetzt kommt der Sladar dazu. Also Sladar hier der Hard Carry für Alliance. Was hältst du davon so? Sladder ist bestimmt nicht schlecht. Ich meine, weniger Rüstung, so können sie dann zumindest einen Tiny besser tothauen, gerade gegen einen Tiny. Weil wenn der fett wird, der kann ja einfach die Tower einreißen, ohne wirklich viel Probleme, sage ich mal. Der kann ja Backdoor machen, wenn er denn da hinkommt und einfach die Rex einnehmen. Das ist halt der einzige Hero, der wirklich genug Damage hat, um gegen die Backdoor Protection gegenzuhauen. Von daher, also ich finde einen Sladder gar nicht mal schlecht, weil wenn du da einfach das Ulti auf ein Tiny haust, dann ist es wirklich, dass du den schnell down bekommst. Und ja, wir gehen jetzt mal ganz kurz durchs Lineup durch. Wir haben auf der Seite von Fnatic, wir haben Trixie auf dem Nyx Assassin, No-Till mit dem, na, da bleib hier, No-Till auf dem Disruptor. Dann noch dazu kommen Tiny mit ihrer. Der ist da im Moment gerade in der Mitte. Oder? Es dreht sich, glaube ich, noch. Ja, gut, auf jeden Fall Tiny von Era gespielt. Wir haben Fly mit dem Dazzle und wir haben Honey auf dem Ember Spirit. Ja, okay, nee. Ich war da nur, ja, aus der Ego-Perspektive ist das ein bisschen komisch zu sehen. Era auf der Bottom Lane. Und ja, auf der Top Lane haben wir dann ein D-Ward. Ja, genau, ein D-Bot von wunderschön von Akke platziert auf seinem Jakiro. Den werde ich mir definitiv ein bisschen genauer angucken. Ich bin echt interessiert, wie er den spielt. EGM auf Rubik. Dann haben wir oben auf der Top-Lane Loda auf dem Doom. In der Mitte wird S4 auf dem Sladder zu sehen sein. Und Admiral Bulldog, was für ein Wunder auf einem Batrider. Slada Mitte, das haben wir heute schon mal gesehen und zwar bei Fnatic gegen Empire. Das war in Spiel 1, da hat der Slada in der Mitte nicht so gut geklappt. Und ja, jetzt steht er aber direkt im Vergleich gegen den Melee Hero, gegen Honey. Was hältst du von der Idee, hier wirklich Slada in die Mitte zu stellen? Ich weiß es nicht. Es ist natürlich, der ist kein Range Hero. Das könnte wirklich problematisch werden. Obwohl Ember halt auch keiner ist. Ich hoffe halt, dass Ember dann kein Flameguard skillt, weil das könnte ein S4 dann echt das Leben schwer machen. Ja. So viel zu Ja. Flameguard. Ja, da kommt auch der Stun, der wird aber, ja, der macht einfach gar keinen Damage. Macht sowieso jetzt ja nicht so viel Damage, mit 50, 100, 150 ist er tragbar, aber ja, mit dem Flameguard überhaupt nicht. Und Honey kann mit dem Flameguard, wenn er das hier maxt, auf Dauer relativ beruhigt gegen Sladar farmen, denke ich mal. Vor allem hat er so lange gewartet, um sich sicher zu sein, wer in der Mitte ist. Gegen jeden anderen hätte er vielleicht anders geskillt, aber gegen einen Sladder halt dann wirklich das Flameguard. Und das ist echt gemein. Es ist gemein, so zu skillen, wie es gegen Gegner hilft. Da stimme ich dir zu. Oh, in diesem Patch der Akiro 31 Niederlagen und 21 Siege. Okay. Also, ja, und Arke auch nicht so oft. Also, All-Time ist das jetzt hier gerade. Also, Arke da nicht so der riesen Jekiro-Fan. Aber gut, das ist, glaube ich, nichts Neues. Oben kommt jetzt der Dual Breath, Liquid Fire und Trixie. Der nimmt da schon ganz guten Schaden gerade. Loda, währenddessen, ja, wie siehst du so generell das Lineup gerade von Fnatic oder von Alliance? Ja, im direkten Vergleich.
Ich weiß nicht, ich bin nicht so der große Fan von einem Sladar im Late Game, muss ich ehrlich sagen. Doch, Sladar ist schon stark, weil er gerade die ganzen Rüstungen reduziert. Da jetzt er Gerade in der gerade Mitte auf auf, Honey. genau. Lucky Bash bleibt aber leider aus. Okay, ja, klar, die Rüstungsreduzierung ist schon stark und dann haben Und sie du auch noch siehst, den wo die Boom. Leute sind mit dem Ulti. Also einfach so gegankt werden kannst du auch nicht unbedingt. Aber ich finde halt ein Tiny und ein Ember enorm starke Heroes und ich glaube, dass da Fnatic ein bisschen besser dasteht. Ja, Honey jetzt hier mit den Fists. Und Trixie, ja, rotiert da jetzt ein bisschen munterer hin und her. Ist Level 2. Und will da in der Mitte wohl den Q snipen. Oh, der steht da auch am Tower. Da ist wer, schade, der wäre Trixie da wirklich gleich in die Arme gelaufen. Wird jetzt er dann auch noch am Tower gebunkert. Trixie geht da jetzt komplett auf die Bottom Lane. Kurier steht immer noch da, solange kann keiner was machen. Und in der Mitte jetzt hat Interessant. der Go auf S4. Da treffen die Chains. Flamegard ist da. Trixie hinterher mit dem Stun. Der trifft auch noch S4 und der in Gefahr. Jetzt wird er auch noch zurückgeklimst. Da ist jetzt der Fly. Also 4-Mann-Rotation hier wirklich von Fnatic in die Mitte und holen sich hier das First Blood auf S4. Also war zwar eine große Rotation, aber kriegen ihn hier zumindest. Ich glaube auch, ein Disruptor ist sehr, sehr stark gegen das Line-Up von Alliance. Wenn ich Ja, das das mal so auf sehe, jeden weil Fall. keiner kann weglinken einfach so. Vor allem Außer gegen ein den Sladar Bad vielleicht. Rider. Bad Rider geht rein und tschüss, ist er wieder weg. Also, das ist auf jeden Fall eine nicht zu verachtende Counter-Hero, muss ich dir da gerade sagen. Ach, ich habe dir übrigens gerade noch mal kurz was Ja, geschickt ich hab's wegen gerade deiner gesehen. Frage vorhin. Jo, danke schön. Bitteschön. Ja, also ich glaube halt wirklich, Moment. Alliance Lineup ist nicht wirklich sehr mobil und ein Disruptor kann die richtig hart nerven. Wenn er die Leute zurückglimpst und kann halt so wirklich die Leute dann doch noch oder Fnatic zu einem Kill verhelfen, würde ich jetzt mal ganz blöd sagen. Ah, okay, ich bekomme hier gerade gesagt, der Schaden von Sladars Stun ist physisch. Ja, stimmt, habe ich nicht gewusst oder noch nie wirklich so drauf geachtet. Danke auf jeden Fall für die Info. Und dann, ja, klar, wird es natürlich vom Flameguard nicht geblockt. Okay, also dann bin ich jetzt auch noch mal ein bisschen schlauer geworden gerade. Danke auf jeden Fall für, ja, die Leute, die hier zuhören und mich auf sowas hinweisen. Ab und zu, ja, verpasse ich sowas immer ein bisschen. Ja, das Flameguard wurde ja auch dafür geskillt, um den Damage zu machen um ihn herum, weil ein Ja, das Sladar auf nicht so jeden schnell weg Fall. kann. Ich meinte jetzt vorhin nur so als nettes Gimmick nebenbei, aber klar, das ist dann Oben natürlich gerade. oben unsinnig. Und jetzt hat Trixie da oben, wird geliftet. Breathing Fire kommt, da Trixie jetzt auch noch mit dem Stun und kommt den da weg. Healing Scythe, jetzt hat TP da sich da einfach raus. Die Stuns sind nicht da, vor allem Icepath nicht geskillt und da TP sich Trixie einfach raus, kommt weg. Und ja, in der Mitte jetzt gerade der nächste Go auf S4, der geht da auch down und Honey mit dem nächsten Kill. Also diesmal S4, ja, mit dem Sladar in der Mitte doch nicht so einfaches Spiel hier, vor allem gegen das Flameguard, wie du gesagt hast. Da hat Sladar doch nicht so den guten Stand. Und Honey geht nur auf das Flameguard. Das wird sofort gemaxt. Also das ist wirklich nur gegen den Sladar, der da jetzt wirklich richtig schlecht dasteht. Also ich meine, gut, 20 Last Hits sind noch okay, aber es ist nicht so der Traum. Und die Mitte soll meist gewonnen werden. Das Ja ist gut, zumindest immer das Wunschdenken. was heißt, es ist nicht so der Traum. Er ist auf jeden Fall noch vor dem Ember Spirit. Das kann man auf jeden Fall sagen, aber ja, so im Großen und Ganzen, er ist zweimal gestorben. Das ist halt dann der Nachteil. Also nicht im Großen und Ganzen, es ist Tatsache, ist zweimal gestorben. Honey einen Kill gemacht. First Blood ging auch an Fnatic und dadurch ist halt dann. Jetzt hat Double Midas, kommt da gleichzeitig. Also Doom und Tiny gehen hier beide auf die Hand of Midas. Wobei Doom halt dadurch jetzt erstmal zur richtigen Farmmaschine wird. Aber sobald das dann mit Late Game wird, wenn Tiny sein Agar hat, wird sich das, glaube ich, dann wieder ein bisschen drehen. Also Tiny mit einem Agar farmt da definitiv schneller als der Doom, der ja nur seine Single Creep Press Spells hat, sag ich mal. Also wirklich Farm-Spells hat Loda ja nicht. Nee, das stimmt. Also, ich sehe es zumindest immer auch in vielen Spielen. Ne, Doom, der rusht da am Anfang vom Goldgraf wirklich steil nach oben, aber dann, wenn es ins Late-Game geht, gegen Heroes, die ein bisschen besser farmen als der Doom, fällt er dann wieder ab. Ultimate von S4 wird da geskillt. Gecastet und No-Till in Gefahr. Admiral Bulldog ist da reinrotiert. Glimpse wäre da, aber wird nicht genutzt. Und Ja, in der unten. Mitte hat Hanni jetzt echt ein hartes Leben, solange das Ulti auf ihm drauf ist. Und das hatte halt sofort eine Upclean-Zeit. Jetzt dreht es S4 langsam um, weil ja, Hanni hat keine Rüstung mehr.
Ja, Guck werft dir an, hier was gerade macht in der der Mage? Mitte. Ja, da kommt aber jetzt der Hanni gleich wieder rein mit den Chains, mit dem Flameguard und unten währenddessen der Push. Rubick ist da mit den Fateballs und ja, gerade so die Frage, warum sieht er es vor nicht, dass vier gemisst haben? Gut, die Rotation, da kam einer auch mit TP, aber so im Großen und Ganzen stimmt natürlich. Also Trixie wurde wahrscheinlich lange als Miss angezeigt, der war ja länger nicht auf der Top-Lane, aber vor allem die beiden Supporter, gut. Kann man halt nie sagen. Wurde angesagt, wurde es wahrscheinlich, aber wie man dann halt drauf reagiert, ist immer so die Sache. Na gut. Gerade wird es ein bisschen ruhig wieder zur Sache, ne? SV hat gesehen, da sind sie wahrscheinlich drei in der Mitte. Hat es ja wahrscheinlich auch gesehen, ja, wegen dem Ja, und Ward. da wird jetzt auch erstmal die Warte. Also Hani holt sich da nicht nur Last Hits, nein, er holt sich auch noch Wards. Trixie oben ist jetzt dann langsam Level 6 und Doom, ja, in Farmstimmung. Wird wahrscheinlich, denkst du, er wird das Mekka hier bauen? Groß und ziemlich wahrscheinlich, oder? Ja, also ein Doom baut eigentlich meist einen Mekka. Also gerade bei dem Lane-Up würde ich das, glaube ich, nicht an Ruvik und auch nicht an Jakiro geben. Da ein Doom halt auch sehr, Unten sehr jetzt viel der nächste ausfällt. Golf Admiral Bulldog. Thunderstrike ist da. Mit dem Firefly will er weg, aber der Toss von Ira kommt da noch dazu. Tötet die Linie. Jetzt Ira die Flucht durch das Flammenmeer. Fly ist da, drängt die GM zurück. Und jetzt ja, Fnatic mit einem wieder guten Start, den die Zur spielen. gleichen Zeit in der Mitte gerade ein Manfight, der aber gerade wieder aufgelöst wurde. Und Rotation auf die Top-Lane. Trixie wurde hier gegaut. Die TPs kommen rein. Einer wurde zumindest wieder gecancelt. Der zweite dauert jetzt ein bisschen. No-Till ist da. Mit dem Thunderstrike, aber Ops reit. Wobei Loda ist da echt gerade verdammt low. Und Trixie, No-Till gehen vor. Rotation kommt rein. Glimpse wäre von No-Till bereit. Wird auch zurückgeglimpst, Loda. Und ist da jetzt am Tower. Will da wenigstens noch den Last-Hit holen. Gelingt ihm nicht. Und jetzt hat der Tower, wird da auch noch denied. Also gerade schöne Rotations im rechten Moment kamen rein. Und das ist natürlich böse mit einem Disruptor, der da schon an der Lane steht. Dann kommen die TPs, man läuft weg und einfach nein, der glimpst zurück am Tower, wenn die TPs da sind. Das ist halt wirklich fatal gerade gewesen wieder. Aber ich glaube, es war die einzige Überlegung, die wirklich hier in Doom richtig machen konnte, dann auf den Tower zu hauen, sage ich mal, um vielleicht noch irgendwo einen kleinen Vorteil davon zu bekommen. Ja, klar, also Lola hat gesehen, gut, ich werde hier sterben, dann bevor ich jetzt zwei Schritte weiter renne, lieber noch schauen, ob ich den Tower bekomme. Wäre in dieser Situation auf jeden Fall wichtiger gewesen. Also, weiß nicht, ich glaube, ich hatte das ja schon mal erwähnt, dass ich finde, ab und zu die Spieler rennen, versuchen oft aus Situationen wegzurennen, wo sie eigentlich sicher tot sind. Also, und dann macht es, finde ich, auch mehr Sinn, dann lieber nochmal schauen, einen Tower mitnehmen oder. Ja, Stun auf jeden Ein Fall bisschen unten jetzt auf Damage. EGM. Poison Touch kommt dazu, der Heal auch. EGM nochmal mit dem Lift, die Rotation kommt. Aber EGM, Trixie geht da weiter hinterher. Und ja, da kommt Toss, da kommt Tiny und da wird S4. Nein, der wird nicht zurückgeglimpst. Der steht im Disruptor, Ulti und Ira und Co. sind dabei. Jetzt da kommt der Glimpse zurück da in die Mitte. Schön wieder in Richtung Tiny. Der holt sich da einen Double Kill. Jetzt der Arke da. Dual Breath kommt. Ira nimmt relativ viel Schaden. Der hat aber seinen Toss gleich wieder ready und will da vielleicht noch jemanden schmeißen. Will er? Ja, jetzt da kommt der Creep. Der Arke überlebt es. Ganz aber No-Till weiter mit dem Chase ist da. Er braucht da nur einen Hit. Thunderstrike kommt und Arke geht down. 7 zu 1 hier gerade. Und der Einzige, der gestorben ist, das war vorhin Trixie, oder? Er ist gerade gestorben. Ich hab's. Ja. Oder Dazzle. Dann Dazzle ist gestorben. Das ist ja. Aber 7 zu 1, also auch wieder unten. Schöner Fight. Jura hat hier deutlich was rausbekommen. Vor allem hat das wirklich No-Tail richtig gut, ich sag mal, gesaved das alles. Ich meine, Tiny, klar, der hat einen Creep geschmissen, also Ira, aber die meiste Arbeit hatte dort fast No-Tail, der die ganzen Leute, ich sag mal, hin und her geglimpst hat oder halt festgehalten hat durch sein Cage. Ja, auch der Glimpse auf den Sladar, der war einfach großartig. Tiny steht da und der Glimpse, er wartet da schon auf den Glimpse und das hat No-Till da wirklich perfekt getimt und vor allem auch, ja, wie schnell sie da geschalten haben. Sie sehen TP und normalerweise siehst du immer, dass du habt, oh, TP, sofort Backglimpsen, aber nein, anders reagiert sofort das Go und dadurch Sladar dann getötet, dann die 4 Sekunden da wirklich abgewartet und ihn dann zurückgeglimpst, wo er auf die Stelle vor den Tower, wo er ja hintippet ist. Also, das war auf jeden Fall von No-Till klasse gespielt und das hat definitiv den Fight gewonnen, diese Glimps und die, ja, einfach wie er die Spells generell gesetzt hat. Nicht nur Glimps, auch Cage, Ultimate, das saß einfach 1A gerade von No-Tail. Und da zeigt, oder da sieht man wieder, dass halt ein Disruptor wirklich nicht zu missachten ist als Support. Das ist ein sehr, sehr starker Support, der sehr, sehr viel machen kann. Und gerade im Ulti können die Leute keine Spells casten. Und das ist wie ein Silence,
Da kann halt dann eine Kombination, die Fnatic hat, mit einem Tiny, mit dem Stun, mit dem Draufwerfen, ein Ember, der durch die ganzen Leute durchfegen kann, einfach enorm stark. No-Tail da jetzt in der Mitte. Loda wird auch zurückgeklipst. Da kommt aber Jekyll trotzdem noch der Stun. Icepiff kommt aber raus. Und jetzt noch von hinten Tiny. Ja, der wirft da wieder munter mit Creeps um sich. Ist in der Mitte. Schöner Doppelstun. Da auf Bulldog. Und Arke. Ja, Poison Touch nochmal. Und ja, da wird einfach weitergeschmissen. Also Ira, ja, ultra aggressiv. Jetzt Ahani mit den Chains. Ist da. Und ja, damit wird erstmal Arke geholt. Admiral Bulldog da auch in Gefahr. Der nächste Glimpse wäre bereit. Wird aber gar nicht benötigt. Da geht jetzt auch noch der Supporter down. Und S vorhin. Daher, also Fnatic hier jetzt gerade definitiv besser drauf als noch gegen Empire. Da wird jetzt auch noch Loda geholt und das ist hier fast ein Teamwipe. Beziehungsweise EGM wird da zurückgeholt und das könnte ein Teamwipe sein. Ja, da kommen die Chains und Honey mit dem Triple Kill. Teamwipe von Fnatic hier und verlieren keinen Mann. Also was ein Spiel. Da stimmt die Zusammenarbeit und das Gameplay von Fnatic gerade auf jeden Fall. Ich weiß gerade gar nicht, wer besser spielt. Ich meine, ein Fly, der die Leute healen kann oder mit dem Glimpse Leute saven kann. Ein Disruptor, der alles hin und her glimpst. Ich meine, das ist ja schon nicht mehr feierlich. Das ist ja wirklich, ja, als ob er mit dem Ping-Pong spielt. Ja. Illusion lassen, du kommst noch weg und dann wird er zurückgeholt. Und der nicht weg oder der wirklich noch wegkommt, der wird halt einfach von einem Toss beziehungsweise von einem Creep oder sonst was beworfen und geht down. Also feierlich ist es nicht. Ja, wortwörtlich wie Ping-Pong. Ira schmeißt in die eine Richtung Leute und No-Tail holt andere Leute zurück. Also das ähnelt hier wirklich Ping-Pong. Du hast recht. Könnten gut gegenüberstehen, ne? Und dann mal so ein... Wäre mal lustig, sowas zu sehen. Unten gerade. Da ja, bereitet sich machen Trixie sich drauf da bereit. Vor. Pixie ist da, der S4 wird gefunden, da kommt jetzt der Initiate, Ulti da, Chains von Honey hinterher und ja, mit dem Flame Guard S4, Remnant und ja, da wird S4 sterben, der Icepath kommt einen Ticken zu spät hier gerade und Fnatic hier wirklich gerade 13 zu 1, also das ist stark. Ja, also vom Goldgrafen her Fnatic 4000 Gold vorne und 7500 EP, also das ist hier gerade... Stark, also Fnatic dreht auf. Will's wissen, wurde gerade im Chat gesagt. Ich denke mal, das trifft es eigentlich ganz gut. Fnatic will hier doch zeigen, nach dem enttäuschenden, nach dem für viele Leute vielleicht enttäuschenden Leistung gegen Empire, jetzt gegen eine Alliance, die gestern so top in Form war, ist das hier eine deutliche Steigerung, muss ich sagen. Aber du darfst nicht vergessen, sie haben Heroes, die sie können. Ira hat so oft ein Tiny gespielt und gerade unten geht's zur Sache. Ja, da jetzt der Initiate auf Honey, aber der Stun von Nyx kommt da ganz gut und hätten Bulldog könnte da eventuell sogar sterben. Jetzt Ahani geht auch wieder rein. Die Fists kommen da durch. Und jetzt Alliance sind da fast komplett low. Loda mit der Rotation ist da. Sla da. Ja, da kommt jetzt Loda ist im Cage gefangen. Thunderstrike ist drauf und wird da jetzt gehittet. Im Moment, Honey könnte da in Gefahr sein, aber das Doom. Jetzt da kommt das Doom auf Honey, aber kommt der da vielleicht sogar noch weg? Da ist jetzt, ja, Fly jetzt erstmal mit dem Shallow Grave und Honey auf der Flucht. Ja, sein Flame Guard ist da, glaube ich, auch noch angewiesen. Der kann das noch überleben. Ja, er überlebt das. Ja, er überlebt das sogar. Aber S4 will den nicht leben lassen. Nee, der will den haben. Er sieht den Invis-Rune extra dafür gepoppt. Nächste Rotation geht rein, aber jetzt tippt sich Hanni schon wieder back to base. Und Trixie rein, EGM gerade wieder gekommen, EGM down, S4 zeigt sich da jetzt wieder und Honey ist ja mittlerweile mit seinem Remnant zurück und Coach GG ist called. Also ja, 17 zu 1, Alliance wird hier einfach von Fnatic überrollt und starkes Spiel, GG ist called und Fnatic nach einer 2 zu 0 Niederlage gegen Empire machen sie jetzt dasselbe Spiel mit Alliance und gewinnen hier 17 zu 1 das zweite Spiel und 2 zu 0. Das ist einfach nur heftig, wie man ohne so viel, also mit so wenig das wirklich überleben kann und so viel ganken kann und es einfach, ich sag mal, so seriös runterspielen kann. Also man kann da nur sagen, Respekt an Fnatic. Eventuell wird wirklich das nächste Mal Tiny mal wieder gebannt. Also man sieht, selbst wenn ein Io nicht mehr im Spiel ist, ein Tiny kann trotzdem noch sehr viel reißen. Nur weil das immer eine Kombination ist, die gespielt wird, Io-Tiny oder ein Io-CK oder so, die Heroes sind alleine auch noch stark genug. Und
Ja, was soll man sagen? No Tail, dem will ich keinen Disruptor mehr geben, glaube ich, wenn ich gegen ihn kommen würde. Ja, es lag jetzt ja, du hast, glaube ich, zwischendurch auch mal gesagt, es lag jetzt ja nicht nur an No-Till. Da hat einfach alles gestimmt, auch unten. Aber vor allem No-Till ist mir da auch sehr gut aufgefallen. Du siehst es auch, 2 zu 0 zu 11. Also das sind Statistiken. Und ja, damit melden wir uns jetzt für heute Abend ab. Damit ist der Abend ein bisschen früher schon um als gewohnt. Ich habe mal vor 12 Feierabend. Das ist doch mal eine schöne Meldung, muss ich sagen. Gut, was ist Feierabend? Aber gut. Ja, danke auf jeden Fall fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und ja, ihr könnt uns auch gerne auf Hitbox besuchen. Wir sind zwar im Moment vor allem für Dota 2 League immer hier zu finden. Auch da gerne wieder einschalten für die Playoffs und für die letzten Spiele der Gruppenphase. Und ja, ansonsten auf Hitbox läuft auch alles möglich. Ich habe es gerade noch mal in den Chat gepostet und wünsche euch einen schönen Abend und hoffentlich bis morgen.